Hallo Leute, es geht los mit einem neuen Weekend Game. Wir spielen das Horror-Indie-Adventure-Spiel Among the Sleep. Hatte ich schon lange geplant. Ich habe ja immer so eine ellenlange Warteliste mit Spielen, die ich noch vorhab zu spielen. Jetzt ist es soweit. Ich dachte, da ich immer nur so zwei Projekte in der Woche im Moment am liebsten habe, weil es wird einfach sonst zu viel für mich, mache ich das eben als Wochenendspiel. Das heißt zwar, dass es nicht jeden Tag dann einen Part gibt, aber halt dafür am Wochenende. Und ich meine auch, dass das Spiel nicht so lang ist. Es passt also, weil ich bisher immer so kürzere Spiele dann fürs Wochenende genommen habe, die jetzt nicht so 30, 40, wie auch immer Parts haben. Ich kenne das Spiel nicht. Es ist aus dem Mai 2014, da war das erschienen. War das erschienen? Kann man das so sagen? Nein, kann man eigentlich nicht. Es ist erschienen im Mai 2014. Und ja, und ich habe es bisher trotzdem noch nicht gespielt. Es ist also total blind, wie so vieles andere auch, was ich immer so auf meinem Kanal anbiete. Es ist von Krillbyte Studios, sagt mir leider nichts. Ist wie gesagt ja auch ein Indie-Spiel, soll aber halt auch gut sein. Und ja, ich habe es mir bisher auch nie irgendwo anders angeguckt, weil ich ja wusste, dass ich das noch spielen will. Ich hoffe also, dass es euch auch gefällt, dass es euch auch Spaß macht, es nochmal zu sehen oder halt auch nochmal neu zu schauen, so wie ich. Ja, in meinem Falle werde ich mich wohl durchschlagen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie schlimm der Horror in diesem Spiel ist. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, ich spiele wie immer in 1080p. Das geht ja wegen der Facecam wieder nicht anders. Falls es also zu ruckeln kommt, tut es mir leid. Ich würde ja runterschrauben. Geht aber nicht, dann ist die Kamera nicht dabei. Und das wollte ich mal wieder gerne tun. Und ja, mal schauen, was so kommt. Ich weiß, dass wir ein Baby spielen, was halt so ein bisschen so aus der Ego-Frosch-Perspektive, also immer so von unten natürlich, wie also aus der Sicht des Kindes, so wird das Spiel irgendwie sein. Aber was das Kind da sieht und wie überhaupt die ganze Geschichte dieses Spiels ist, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, sonst versabbel ich mich hier noch. Und wenn ich mich zu viel versabbel, dann beende ich diese ganze Aufnahme immer. Und mache das alles hier nochmal. Bevor ich das tue, mache ich eine neue Geschichte und wünsche euch viel, viel Spaß. Achso, und falls der Ton jetzt in dem Spiel irgendwie zu leise oder zu laut ist, vielleicht passe ich das noch während des Spiels an. Aber ja, mal gucken, wie es so hinterher ist. Weil auch den Ton bearbeite ich im Nachhinein halt nicht. Es wird ja alles direkt zusammengematscht. Your drink already? Careful. It might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Ich finde jetzt schon, dass der Ton zu leise ist. Ich gehe mal eben in die Audiosteuerung, auch wenn es blöd ist, weil ich das gerade, aber lieber jetzt als nachher, wenn es total spannend wird. Ich mache das mal 60 ein bisschen zu hoch. Wir probieren es mal aus. Mal gucken, ob das dann zu laut ist oder nicht. So, fortsetzen. Let's see. There and there. Mami macht was zu essen. Das ist schön. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Ah, danke schön. Wir sind ein Baby. Und wir kriegen Kuchen. Happy birthday, sweetie. Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Ah. Yum, 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 lecky, lecky. Es hat geklopft. Na nu. I'll be, right back. Mami geht weg. Ich will den Kuchen haben. Gib mir den leckeren Kuchen. Was passiert jetzt?
Was ist denn jetzt los? Kann ich irgendwie gucken? Bin ich das? Oh ja, ich kann mich sogar dahin bewegen. Warum bist du immer noch so leise, Mami? Ich weiß es nicht. Ich muss wohl nochmal in die Optionen gehen. Mensch, Mami, du kannst doch nicht so leise reden. Warum ist denn das so leise? Ich bin doch schon auf... Normalerweise muss ich halt sehr weit runtergehen eher, weil es sonst einfach zu laut ist. Aber okay. Why don't we go upstairs and find out? Okay, wir gehen nach oben. Mami, ich und der Kuchen. Der Kuchen ist das Wichtigste. Oh, ganz viel, Mami. Ich bin schon richtig fett geworden. Tolle, interessante Kette, Mami. Wir können uns ja mit dem Kopf auch mal bewegen. So. Oh. Das ist cool gemacht. Krillbite Studio. Da ist ein schwarzer Schatten, der uns folgt im Haus. Mami, Mami, da ist ein schwarzer Schatten. Mama. Presents. Mami, der schwarze Schatten folgt uns. Pass schnell auf. Among the sleep. Mami, 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 der schwarze Schatten. Mama, ich kann dir in die Nasenlöcher gucken. Ah, unser Kinderzimmer. Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Ah, da sind Teddy drinne. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Oh, sie hat den Teddy weggepackt. Halte Right Bumper gedrückt, um Objekte auszuwählen. Right Bumper. Drücke zweimal Non, um das Intro zu überspringen. Nee, will ich nicht. Eigentlich nicht. Kann ich jetzt hier rausklettern? Nö, wahrscheinlich nicht. Unser Teddy bewegt sich da hinten, glaube ich. Hey, Teddy. Hallo? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Da hinten blinkt auch irgendwas. Kann ich jetzt hier nicht rausklettern? Vielleicht ist ja auch was hier drinne. Oh, wir sehen uns sogar selbst ein bisschen. Vielleicht können wir da ja hin... Krabbeln. Oder irgendwas anderes machen. Ist voll still hier. Oh, nicht, dass ich hier die ganze Zeit... Huch. Und dann macht er die Hände, wenn ich in die Optionen gehe. Ja, ich gehe zum dritten Mal hier rein. Ich finde es halt mega leise. Aber nicht, dass das hinterher dann voll laut ist oder so, nur das für mich beim Spielen so leise ist. Es verändert sich bei mir auch gar nichts vom Ton. Was kann ich denn tun? Was kann ich denn tun? Ich soll irgendwie Right Bumper Bums... Aha. Kann ich jetzt hier durchkrabbeln? Aha, wenn ich den so mache, dann ist er anscheinend auf dem Boden oder so. Kann ich da nicht durch? Interessant. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen kann. Hier sind ganz viele Bilder. Ich würde gern eigentlich mal vorwärts gehen. Wenn ich die Tastatur nehme, geht das dann? Nö. Es liegt also nicht daran, dass ich mit Gamepad spiele. Wenn ich mal wüsste, was es jetzt hier zu tun gibt. Vielleicht kann er ja irgendwie darüber klettern, aber glaube ich irgendwie nicht. Das Baby kann ja wahrscheinlich nicht laufen. Dann ist doch auf dem Boden sein wahrscheinlich schon besser. Dann können wir wenigstens krabbeln. Ah, nee. Wenn ich X drücke, passiert genau dasselbe.
Also, so gehen wir runter. Ah, mit Steuerkreuz geht das. Okay. Ich habe die ganze Zeit den Joystick verwendet. So, dann benutzen wir den Ball mal. Weiß noch nicht wie, aber... Aha. Wenn wir R1 gedrückt halten, dann können wir den Ball hier wegschieben. Das ist bestimmt gut, weil dann können wir hier vielleicht durch diese Röhre krabbeln. Nimm mal den Ball und schieb den dahin. So. Dann gehen wir mal runter. Und dann krabbeln wir da vorne mal hin. Haha. Kriechen geht schneller als laufen. Aha, okay. So, jetzt können wir die Kissen hier wegmachen. Will ich das denn aber überhaupt? Ich gehe wieder ins Kriechmodul. Verwende None, um zu klettern. Ja, ich muss jetzt wieder alles so ein bisschen selber ausprobieren, weil... Keine Ahnung. Ich glaube aber, dass ich... Nee, ich könnte auch hier rauf, oder? Ah, okay, das geht einfach. Kletterst du darüber? Kannst du das nicht machen? Zack, sind wir drüben. Falle ich dann auf die Kissen oder wo falle ich hin? Verwenden. Hat sie das jetzt gemerkt? Weil ich nicht aufs Kissen gefallen bin? Verwende None, um zu rennen. Will ich denn überhaupt rennen? Hier können wir den Knopf drücken. Düt, düt. Und das macht sogar düt, düt. Ich weiß nicht, warum das so leise ist. Halte Right Bumper gedrückt und bewege die Maus, um Schubladen zu öffnen. Ja, wir wollen ja an den Teddy wahrscheinlich ran, nehme ich mal an. So. Oh, jetzt kann ich die Gans drauf machen, alles klar. Hab's kapiert. Nimmst du das jetzt oder nicht? Also da weiß ich nicht, was ich hier machen kann. Probier gerade alles aus, aber... Vielleicht muss ich auch noch einen höher... Nee, aber die Hand wird doch schon angezeigt. Kannst du nicht so ein bisschen hier an die Seite gehen und dann... Oh, das mit der Steuerung, da muss ich mich echt ein bisschen jetzt reinfriemeln. Immerhin habe ich es geschafft, hier rauf zu klettern. Das ist ja auch schon mal eine Kunst. Warum nimmst du das jetzt nicht? Oder du wirfst ihn einfach runter. Nimm ihn und wirf ihn runter. Genau. So, prima. Und jetzt? Da ist ja gar nichts mehr drin. Der ist ist der raus? Ist da jetzt gar nichts mehr drin? Der gruselige Teddy, der ist von alleine weggegangen. Ist das Spielzeug hier irgendwie lebendig oder so? Und wo gehe ich dann hin? Erstmal gehen wir in den Kriechmodus. Geh mal in den Kriechmodus. Kriechmodus. Das geht nämlich schneller, hieß es ja. Oh Gott. So. Da ist der Teddy. Hallo. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey. What's your name? Baby. Not much of a talker yet, eh? Der Teddy lebt. Let's play a game. Gruselig. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking.
Come here. Turn around and cover your eyes. Okay, ich drehe mich um und dann auf einmal ist voll das Monster. Jetzt ist er da vorne. Hey, gruseliger Teddy. Drücke S, um dir die Augen zuzuhalten. Wie mache ich das? So habe ich mir die auf jeden Fall zugehalten. Aber das wird es ja wohl nicht sein. Ach so. Okay. Das reicht. Okay, das ist dann einfach mal bei mir Start drücken. Dann geh mal wieder in deine Kriechposition und such das rosa Vieh. Ein bisschen gruselig mit dem Bären. Da ist er doch. You found it. Ja, ich habe ihn gefunden. Den rosa Elefanten. Und jetzt? Wow. Is that a music box? Does it work? Man dreht er sich langsam um. Weiß ich nicht, da müssen wir wohl da erstmal rangehen. Muss ich die aber auch aufmachen und die wieder zumachen, damit ich hier raufklettern kann. Kletter da mal rauf. Kletter da doch mal rauf. Erstmal hier so rum und dann darauf. Genau. Do you think the music box still works? Ja, guck. That's a nice melody. Bisher ist der Teddy ja ganz nett, aber ich bin ein bisschen misstrauisch beim Horrorspiel, wenn der Teddy auf einmal mit einem redet. Einfach ignorieren. Was mache ich denn jetzt damit? What's this? Ach, der Teddy ist wieder weggegangen. Kann er mal aufhören, immer wegzugehen? 5 thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Ja, kleiner Teddy. Oh. Jetzt darf ich die anmachen. Lass mich raten. Does it run? How do you start it? Round and round and round. Ja. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Okay. Das mache ich wie? We need someplace very dark. Wir brauchen einen richtig dunklen Ort. Your closet. Welcher Schrank? Der hier irgendwie rechts oder so? Müssen wir bestimmt die Sachen hier wegschieben? Ja, ich glaube, das war schon richtig. Dann schieb das mal hier weg. So, weil wir haben ja auf der anderen Seite auch noch den Teddy in der Hand. Man dreht sich aber schon ein bisschen langsam hier. Das war nicht so klug. Die andere Tür ist vielleicht besser. Ih, ist aber gruselig hier drin. It has to be darker. Shut the doors completely. Was hast du denn vor mit mir? Du gruseliger Teddy. It has to be darker. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. Oh, du gruseliger Kack-Teddy. Erzähl dem Baby nicht so eine Scheiße. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Drücke dann, um Teddy zum Arm. Ja, mache ich.
Aber bringt nichts. Ist er denn jetzt hier irgendwo oder was? Oder ist er noch auf dem Arm? Bin ein bisschen irritiert, weil wenn ich Nonnen drücke, passiert nichts. Irgendwie krault er sich gerade am Bauchnabel, aber das ist nicht das, was ich wollte. Oh. Okay. Und? Hast du den jetzt gedrückt? Wieso leuchtet der jetzt eigentlich? Naja, passt schon. Dann sehen wir wenigstens was. Weil er fühlt sich dann besser anscheinend. Wenn er den Teddy drückt, dann leuchtet es anscheinend. Das war jetzt aber auch eine andere Taste als die sonst Nonnentaste. Ja, du hast uns doch hier reingebracht. Du wolltest doch, dass hier alles dunkel ist. Ich weiß nicht mal, was das alles hier ist für ein Zeug. Ja, hab ich. Was ist das? Hier, wir gehen wieder raus aus dem Schrank. Wie wäre es damit? Mami! What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. Das war der gruselige Teddybär. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Sweet dreams. Mami hat mich ins Bett gebracht. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ist es jetzt Nacht oder Abend? Oder bildet er sich die Dunkelheit wieder ein? Mit seinem gruseligen Teddy. Freund. Oh mein Gott. Voll das traumatisierte Kind. Jetzt wird es doch ein bisschen lauter. Achso, ich kann jetzt wieder loslegen hier, oder was? Ja, dann krabbel mal weg hier. Also ich glaube, der schläft gerade und träumt oder so. Könnte ich mir das vorstellen. Okay, jetzt kann ich wieder leiser machen. Ich weiß nicht, ob der Ton für euch genauso ist wie für mich, aber jetzt mache ich mal wieder ein bisschen runter. Jups. So. Nee, mach mal so. 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 Aha. Ich mach mal auf. Aber es geht nicht. Oder wie? Oh Gott, was sind das für Geräusche?
Also hier geht's irgendwie gerade nicht lang oder so. Vielleicht gehen ja auch gar nicht alle Türen. Oder ich muss hier die Kisten wegmachen. Zurück ins Schlafzimmer wollte ich jetzt eigentlich nicht, also ins Kinderzimmer. Der Stuhl, natürlich. Er ist zu klein. So, jetzt komme ich da auch rauf. Jetzt komme ich auch an die Klinke. Okay. Was sind das für Geräusche? Ist das der Teddy in der Waschmaschine hier? Was ist mit der Waschmaschine? Vielleicht schreit ja der Teddy in der Waschmaschine. Wenn wir uns einfach im Schrank verstecken. So, die Tür auch noch. So, ich bin im Schrank. Mir kann nichts passieren. Oh, wie furchtbar, diese Geräusche. Nee. Voll gruselig. Ich weiß aber auch noch nicht so richtig, wo das Ganze hier hinführen soll. Die Geräusche kamen ja definitiv nicht von da. Ist denn die Mami hier irgendwo? Da komme ich nicht ran. Voll dunkel. Ja, da hinten komme ich nicht lang, weil da wahrscheinlich so ein Gitter ist. Was mache ich denn? Wie komme ich da oben rauf? Mit einem Ball? Nee, glaube ich nicht. Gibt es hier nicht einen Stuhl? Irgendwas anderes? Stecker ziehen? Ah, kann den Stecker ziehen. Dann können wir auch aufmachen. Aber erst... Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Das war voll eklig. Das war voll gruselig. Ah, jetzt können wir hier runtergehen. Okay. Gut zu wissen. We have to be very quiet. I don't know what might be listening. Das ist voll eklig. Wovor sollen wir denn immer so viel Angst haben? Was soll denn hier sein? Krabbel mal weiter.
sollen wir den auch ausmachen? Ist hier irgendwas? Wo kommen denn die Geräusche her? Oh Gott. Hallo? Geh da durch. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe keinen Plan. Ich habe einen Stuhl. Den brauchen wir doch bestimmt für die... Ja, oder du stellst dich einfach mal hin. Das geht natürlich auch. Dann kannst du hier rauf. Kannst du hier rauf? Nee, wir können ihn nur verrücken. Dann kannst du aber auch den nehmen. Das ist noch einfacher. So. Solange es nur bei irgendeinem Geklöter bleibt hier in der Paranormal Activity mäßig, dann soll es mir egal sein. Okay. Hallo? Hallo? Leute, ich habe keine Ahnung, was das für Geräusche sind und warum das Herzklopfen jetzt kommt, aber ich werde hier einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Part von Among the Sleep. Ich hoffe, es war für euch ein spannender erster Part, für mich auf jeden Fall, und ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dann!